Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rainbow Six Vegas 2 mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los mit der nächsten Folge. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und wir ballern uns jetzt einmal wieder durch die Pampa. Oder durch das Betriebsgelände, was auch immer. So, jetzt geht's aber los hier. Verpisst euch, ja? Jetzt übernehmen wir mal hier das Ruder, nicht mehr ihr. Oh, oh. Da ist da doch irgendwo jemand, den ich nicht beachtet habe. Hey, was ist denn geschossen? Ach, da hoch. Okay. Wow. Die kommen ja von allen Seiten angeschlichen. Ach, du Scheiße. Da haben wir die, da kam die Leiter runter. Aha. Noch jemand Lust oder was ist Sache hier? Gut, dann machen wir mal auf. Nee, hochklettern ist mir so riskant. Au! Ist mir so riskant. Aber schon wieder von oben, ne? Kommt rein, Leute, wir müssen hier vordringen. Warum macht ihr hier immer alles kaputt? Hä? Los, eindringen, eindringen, eindringen. Alter, hier sind ja Horden an Gegnern. Das ist ja nicht mehr normal. Alter Schwede, du. Hier geht's richtig zur Sache. Ich lasse erstmal meine Leute vorrücken hier. Vielleicht können die mal hier ein bisschen was reißen für mich. Wäre auf jeden Fall nett. Ich werde mich natürlich auch noch hier einklinken und mithelfen, das ist logisch. Ich lasse die doch nicht alles alleine machen. Ich helfe schon. Da drinne. Scheiße, nein, nein, nein! Oh, come on! Was soll die Scheiße? So ein guter Lauf und jetzt so ein Kack. Hä? Hallo? Was war das jetzt für ein Scheiß? So, ich mal Schaden an. Hä? Was soll die... Jetzt habe ich erstmal so guten Lauf gehabt, einigermaßen guten Lauf, jetzt fängt der Scheiß an wieder. Jetzt tun sie mich wieder hier regelrecht wegballern. So, ich lasse die wieder mal vorgehen hier. Das ist mir so hart. Also lasse ich hier mal ein bisschen Vortritt hier, meinen Freunden hier. Ah, ich kann ihn nicht richtig Ziel setzen hier. So. Ihr geht dahin. Ich weiß, meine Granate. So, jetzt ging es mal richtig Granatenhagel hier. Du hilfst ihn mal hoch, Junge. Los, mache. Ich versuche den einen, der da schießt, erstmal zu erledigen. Ach, da ist er ja. Schön mit dem G. Das ist ja klar, ne? Der fühlt sich wohl hier cooler, was? So ein kleines Arschloch, ey. Ganz ehrlich. Mann, ist das ein riesen Lagerkomplex hier. Wenn man sich da mal verläuft, kein Wunder.
Oha. Mist, die sind leer. Mit denen kann ich schon mal auf jeden Fall nicht mehr schießen. Nee, jetzt haben wir ihn. Oh, ehrlich jetzt? Wo habe ich den getötet? Verdammte Axt. Das ist ganz schön beschissen gerade hier, ne? Wo habe ich den angeschossen? Wohl gut, ich habe einen gut erwischt. Da war irgendwas Grünes dann. So. Ihr geht mal dahin. Lass mal ein bisschen krachen hier mit Granaten, wa? Jetzt machen wir es besser. Schauen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Erstmal in Deckung gehen. Sonst gibt es hier gleich ganz großes Problem, dass ich gleich wieder tot da liege. Ich glaube, ja, es ist safe. Gut, die hat's geklappt. Das stimmt, einen habe ich davon getroffen, versehentlich. Oh oh. Mal drauf schießen. Oh. Es nimmt immer mehr Fahrt auf, definitiv. Aber gut, dass der im Stau steht, weil dann haben wir den Vorteil, dass wir aufrücken können. Irgendwie. Oder auch nicht. Je nachdem. So, ihr bleibt da. Hier seid ihr sicher erst einmal. Ich glaube, hier ist keiner mehr von Gegnern. Aber es könnte ja immer passieren, dass wir welche nachrücken. Die dann geschickt werden. Ist er von uns oder ist das ein Gegner? Unsere. Gut. Dann ist alles gut, wenn er von uns ist. Das ein Gegner gewesen wäre, wäre ich nicht so gut drauf gewesen, glaube ich. Weil ich glaube, da hätte ich nicht viel anrichten können mit meiner kleinen Waffe. Na dann los, flieg los. Old Vegas beendet. Glückwunsch, Sie haben die folgenden Gegenstände freigeschaltet. Das sieht gut aus, das Blaue. Obwohl, die sehen alle gut aus. Muss ich sagen. Die gefallen mir alle gut. Sind eigentlich alle nicht schlecht. Okay, und jetzt kommt das Missionsgelände Sporthalle, Freizeitcenter. Boah, genau ins Kampfgebiet. Seid ihr nicht mal ganz dicht? Alter Schwede. Nein. Na, war klar, dass es das passiert. War klar. Da war ich wieder so ein bisschen zu wagemütig hier. Eindeutig zu wagemütig. Ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Ich bin durch. So, lass das sein, mein Freund. Lass das sein. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen jetzt oder was?
Wir sind doch gerade erstmal am Anfang der Mission, da macht ihr mich schon zu alle. Was soll ich denn machen? Ich hab doch gar keinen Schutz, verdammt. Verstehe ich nicht. Ja, da steht doch im Weg rum, dass ich hier auch nicht was machen kann. Mann, da tun mich meine eigenen Kollegen noch hier vorbeigehen, hindern, dass ich mich schützen kann. Mann, Fresse hier. Da wird mir ja blöde. Ich rück mal hier vor, Stück für Stück. Mal sehen, wie weit ich komme, ohne getötet zu werden. Alter, wo kommt der rausgeschlichen? Das war fies jetzt. Also der hat sich schön angeschlichen. Alter Schwede, du. Oh, sei jetzt nicht ab. Dass ich alle gerade für Dach abgeseilt, wie es aussah. Also solange keiner mit Scharfschützengewehr kommt, ist ja alles gut, aber wenn jetzt die Scharfschütze kommt, haben wir eine Arschkarte. Alter. Da ist einer, irgendwo einer MG noch, das hört man nämlich. Das rattert wie eine MG. Alter, das haben die sich aufgebaut für Geschütze. Alter Schwede, die sind ja total durchgedreht hier. Boah, ey. Das ist eine. Oh. Nein, nein, fick dich, du Arsch. Oh. Das kann ja nicht wahr sein. Na gut, egal. Ich werde an der Stelle erstmal die Folge beenden, denn die Zeit ist schon wieder um. Ich hoffe natürlich, dass ihr wie immer Spaß hattet beim Zusehen und das nächste Mal auch wieder dabei seid. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern, bleibt mir gesund und treu gewogen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann ciao mit V, möge die Macht und das Killerblut natürlich mit euch sein. Und ja, dann verabschiede ich mich und war schön, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt. Und hoffe, dass euch das Fluchen nicht so sehr stört, aber das ist nun mal bei mir bei solchen Spielen, dass ich da ein bisschen rumfluche. Also dann, ciao, ciao, ciao. Da Steffen zockt, schaltet nun ab und sagt bye bye und over and out. Hey, hey, meine Freunde, Zuschauer und Fans, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da, worüber ich mich sehr freuen würde. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, euer Feedback oder Kritik, wenn euch was nicht gefallen hat oder was euch besonders gut gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch auf meinen anderen Let's Plays vorbeischauen, die auf meinem Kanal laufen. Denn es laufen zu diesem Projekt noch 3 weitere Let's Plays auf meinem Kanal. Und ihr könnt auch gerne freitags 20.45 Uhr bei meinem Livestream vorbeischauen. Würde mich ebenfalls sehr darüber freuen. Und ja, dazu könnt ihr auch gerne meinen Kanal weiter teilen oder auch für ihn Werbung machen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich würde mich freuen über noch viel mehr Zuschauer und Abonnenten, die ich mit meinen Videos glücklich machen kann und die sich freuen, meine Videos anzuschauen. Und ja, das war es eigentlich schon im Grunde, was ich so noch sagen wollte zum Abschluss des Videos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, zum nächsten Video an einem der anderen Aufnahmetage, besser gesagt, Let's Play Tagen, wo sie erscheinen, also am Dienstag, Donnerstag oder Samstag. Bis dahin, eine schöne Zeit, euer Darth Steffen zockt. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane, Zuschauer und Fans. Ciao, ciao, ciao mit Doppel V, euer
Da Steffen zockt.